Hello there, friend. How are you? Willkommen zurück im Dorf der Echidnas. Willkommen zurück zu Sonic Adventure DX. Wir sind mit Tails unterwegs. Ja, und haben das letzte Mal nicht so richtig gewusst, wie es hier weitergeht. Ich habe jetzt durch Zufall bin ich mal hier hingegangen, habe mir gedacht, okay, kannst du ja eigentlich rausgehen? Ja, kannst du. Und wir schauen jetzt mal, was es hier so gibt. Das sollte uns bekannt vorkommen. Dieser Altar. Gehen wir einfach mal hin. Und da sind sie, die Chaos Emeralds. Die 7 Chaos Emeralds und in der Mitte der Master Emerald. Der Master der Emeralds. Ist schon eine coole Ansicht, auf jeden Fall. Tails, da würde ich sagen, sacken wir die Dinger da einfach ein und verschwinden wieder von hier, oder? Ich meine, du wolltest zwar plus ein, aber wenn wir alle 7 haben können, plus Master Emerald? Hallo? Was wollen wir denn mehr? Aber ansonsten scheint es ja auch erstmal nicht viel mehr zu geben. Außer die Emeralds und eine schöne Aussicht eben. Das hilft mir natürlich nicht wirklich weiter. Ist denn hier wirklich niemand, mit dem ich reden kann? Das glaube ich doch jetzt nicht. Also ich habe jetzt zwar hier einen neuen Ort gefunden, aber irgendwie eier ich genauso rum wie vorher. Der Part fängt an, wie der letzte aufgehört hat. Sehr schön. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt nur ein, dass ich wieder hier reingehen könnte. Aber das bringt mir doch nichts. Ihr habt das auch gesehen mit den Bildern, ja? Hätte quasi meinen können, dass hier gerade so ein Erdbeben oder irgendwas war. Aber nichtsdestotrotz, die Tür ist weiterhin zu. Hier passiert genauso wenig wie vorher. Also ich bin genauso schlau wie vorher. Oh lol. Hier gibt es eine Special-Fähigkeit für den Tails. War das das, was wir gesucht haben die ganze Zeit? Tails hat auf jeden Fall jetzt einen schönen lila Anstecker. Du hast den Rhythm Badge. Okay. Ah ja, okay. Jetzt kann ich quasi diese Attacke. Ich hatte eigentlich trotzdem auf ein bisschen mehr gehofft. Was bringt mir das jetzt? Oh. Aber wir schauen uns vielleicht trotzdem mal ein bisschen mehr hier auch an den Seiten mit um. Das hat mich ja jetzt so ein bisschen auch zu dem Move gebracht, ja. Vielleicht hätte ich halt schon viel eher mal dort schauen sollen. Und vielleicht muss ich jetzt nochmal zurück zu den Emeralds. Wir schauen jetzt mal noch kurz an hier an den Seiten auch lang. Vielleicht gibt es hier noch mehr zu holen. Aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, dass das jetzt hier alles war. Boah, und dieser Rhythmus macht mich auch langsam wahnsinnig hier. Wir gehen nochmal raus zu dem Master Emerald. In der Hoffnung, dass dort jetzt was ausgelöst wurde. Dadurch, dass wir den Rhythm Badge jetzt haben. Komm bitte. Lass hier jemanden sein. Natürlich ist hier niemand. Oh, ich dreh durch. Ist denn das die Möglichkeit? Ich finde nicht, was ich suche. Oh. Leute, ich muss wahrscheinlich nochmal schnippeln. Nein! Dort, da ist sie doch. Die wir gesucht haben. Endlich! Hello there, friend. How are you? What were you saying before? Huh.
It's something my grandmother taught me. I'm never to forget it. It goes like this. The servers are the seven chaos. Chaos is power, power enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. But I'm still not sure what it all means. But the number seven is the same as the number of emeralds there are. Emeralds? Forgive me, but I don't think we've ever met before. I'm Tikal. And you are? Tikal. Stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, das war die gute Tikal. Wir sind auf jeden Fall zurück in der Gegenwart. Oh, und wen haben wir denn dort? Den lieben Big. Oh nein. Ich glaube, der hat die Kröte gesucht. Die Kröte hat auch einen relativ langen Schwanz. Ist es einem aufgefallen? Das ist wahrscheinlich, weil er den Emerald gefressen hat. Ach nö. Okay, es hat den Chaos Emerald. Dann weiß ich, warum der Schwanz so lang war. Na dann los, Tails. Bauen wir deinen Tornado 2. Und dann wagen wir einen neuen Angriff auf den Egg Carrier. The time has come at last. This new plane should work a lot better. I've ironed out most of the problems. So, here it goes. Was bringt mir jetzt dieser Badge? Ich habe den jetzt noch nicht wirklich gebraucht. Na egal, vielleicht brauche ich ihn irgendwann nochmal. Los geht's mit dem zweiten Tornado. Gespeist, energiegespeist durch einen Chaos Emerald. Wenn das mal nichts ist. Aber irgendwie fehlt Sonic. Wir müssen Sonic mitnehmen, Tails. Ach so, Sonic kommt ja jetzt direkt dort gesprungen. Und damit der nächste Sky Chase Act. Act 2 in dem Fall. Wir müssen uns wieder ranmachen an den Egg Carrier. Und diesmal werden wir es auf jeden Fall schaffen zu landen. Sky Chase Act 2 Subgame. So, schauen wir mal. Da kommen auch schon wieder unsere ersten Gegner. Wirklich aufpassen, dass wir nicht abgeschossen werden von den Teilen. Wir brauchen viel Energie. Da wir ja am Ende einen kleinen Bossfight haben, wie auch immer. Wenn ihr euch erinnert. Na kommt, jawohl. Die vier Dinge. Oh, herrlich, wie der Tornado die alle wegräumt, ey. Uiuiuiui. Jetzt fast geklingelt wieder bei uns. Hier
oben kommen die nächsten Schiffe, die uns angreifen wollen. Aber auch die räumen wir ohne Probleme weg. Uiuiuiui, jetzt geht's hier unten wieder los mit diesen Kugeln. Alles aus dem Weg geräumt, sehr schön. Aber warum habe ich Schaden kassiert? Wann habe ich Schaden kassiert? Wir drehen auf jeden Fall um. Sind vor dem Egg Carrier. Und jetzt geht's los. Warum mussten wir Sonic eigentlich dafür anheben? Der hätte doch direkt dort hinten stehen bleiben können, wenn ich das richtig sehe. Okay, wir müssen wie gesagt aufpassen. Ah, eklig. Boah. Zwei Treffer mussten wir schon einstecken. Warum konnte Sonic dort eigentlich gerade nicht einfach abspringen, ja? Boah. Wir fliegen jetzt ein paar Mal hier um den hässlichen Egg-Carrier rum. Uiuiui. Wow. Komm, Tails, wir müssen rein in das Teil. Nächsten Treffer kassiert. Tja, so schnell geht's. Keine Ahnung, was es mir jetzt bringt, hier diese Mine hier unten abzuballern. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sky Chase Act 2 erfolgreich abgeschlossen. Oder halt auch nicht. Stimmt, da war ja was. Jetzt kam ja noch dieser Kampf. Oh, shit, Alter. Wieder Schaden kassiert. Heidewitzka! Vier darf ich nicht mehr kassieren. Ansonsten ist es aus hier. Heidewitzka. Ich glaube, das letzte habe ich einfach sinnlos hier drauf geballert. Das ging ganz gut eigentlich. Und das war's! Egg Carrier ausgeschalten. Wir können zum Landeanflug ansetzen. Da passiert nicht mehr viel. Sky Chase Egg 2 abgeschlossen. Mann, das war beim ersten Mal einfacher. Weiß nicht, ob ich mich jetzt blöd angestellt habe oder ob es tatsächlich schwerer war oder... Keine Ahnung, ist auch egal. Wir haben es gelöst. Ja, super, Tails. Auch daran kann ich mich noch gut erinnern. Tails säbelt einfach mit seinen Flügeln hier rein. Und so kann man auch landen. Wow, this thing is really huge. No time to gawk on it. We gotta find Amy. You're right, pal. Let's get busy. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so viel ist mit Tails hier auf dem Egg Carrier. Schauen wir uns da ein bisschen um, weil wir können ja mit Tails auch fliegen. Don't get any ideas, Sonic. You have no idea what this vessel can do. How about I give you a little sample? Da freut er sich wieder, der Eggie, mit seinem großen Spielzeug. Tja. Now how are we gonna get to the bridge? I hate it when he doesn't listen to me. I guess you weren't expecting that, were you? There's only one way to get to me, Sonic, and that's through the sky deck. I doubt that you can make it. Ha ha! I dare you! Just watch me. Bring it on, Eggman!
Ja, okay, wir wissen ja soweit eigentlich, was wir machen müssen. So, this must be the sky deck, huh? Ja, Tails, das ist die Aussichtsplattform. Skydeck, Stage 4. Daran kann ich mich da erinnern. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich wusste da, warum ich es nicht machen wollte. Mann! Sonic hat aber hier auch schon einen kleinen Vorsprung, ne? Bin ich vor Sonic? Bitte. Ah, okay. Deutlich kleiner die Stage. Mal wieder. Ach, komm! Pium. Okay, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Boah, ich hasse diese Sprünge, wenn die Kamera nicht so richtig dir zeigen will, wo du lang musst. Okay, okay, okay. Ich glaube, Sonic hängt fest am Anfang. Mir egal. Dann kann ich jetzt das hier in aller Gediegenheit machen. Aber ihr seht schon, die Stage ist deutlich kürzer, als das mit Sonic der Fall war. Aber gleichzeitig auch deutlich länger als die anderen Stages bislang. Und wieder mal ist es ein Wettrennen gegen Sonic, das wir hier haben. Müssen wir hier wieder runter? Wahrscheinlich. Oh, und Sonic kommt wieder. Sonic hat wahrscheinlich seinen kleinen Bug oder wie auch immer man das nennen will, gelöst. Und holt jetzt auf uns, der Drecksack. Alter Schwede, ich hasse diese Biester. Warum kommt... Oh, da war ja noch einer. Ja, lol. Komm, 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 Tails. Dort hinten, ich sehe ihn doch schon, den Ausgang. Könnte wahrscheinlich sogar fliegen. Okay, hier sind auch wieder Abkürzungen. Hier wären auch wieder Abkürzungen. Scheiß drauf. Wir nehmen jetzt erstmal die safe Variante. Sonic bounce schon wieder irgendwo rum. Der kommt wahrscheinlich nicht weiter, weil das Ding abgeballert wurde. Drehen wir das mal. Yes! Oh, war das close schon wieder. Komm, 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 Tails. Schneller, 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 schneller. Sonic holt auf. Okay. Sind wir dann irgendwann auch da? Yes, wir haben es geschafft. Vor Sonic. Yeah. Skydeck abgeschlossen. Die kürzere Variante, die wir bereits von Sonic Story kennen. Wir haben 20 Embleme gesammelt, also auch da den nächsten 10er voll gemacht. Ja, Sonic the Hedgehog wurde der Liste hinzugefügt. Keine Ahnung. Und wir kehren zurück auf den Egg Carrier. Yeah. Is that it? Sonic, we should check out the bridge. Und genau das werden wir beim nächsten Mal machen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bin ich gespannt, was Tails Story noch für uns übrig hat. Tails zappelt auch schon vor, ja, vor Freude, vor Begeisterung, vor Aufregung. Also, nochmal vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Sonic Adventure DX. Bis dahin, macht's gut.